So. Und da sind wir so schon im Spiel. Also die Musik habe ich mal ein bisschen leise gemacht. Kann ich auch wieder ein bisschen lauter machen. Ja, Musik ist jetzt, glaube ich, hier nicht das. Ja. Nicht das Wichtigste hier in diesem Spiel. So, ich spiele gleich, wir machen gleich ein neues Spiel. Habe ich schon mal ein bisschen Probe gespielt. Wir starten ein neues Spiel. Und fangen, glaube ich, mit dem Tutorial an. Ja, können wir gleich mal machen. Danach können wir hier Center Parks. Sehr einfach. Noch verschiedene Gefängnisse, die wir auswählen können. Einfaches Gefängnis, Mittelgefängnis, Mittelgefängnis, schwer. Hier mal sehr schwer. Das HMP Iron Gate ist sehr schwer. Ja, dann fangen wir mal mit was Einfachem an. Spielen wir das Tutorial und danach spielen wir Center Parks. Würde ich doch sagen. Willkommen damit offiziell zu The Escapist. Auf 52 LP. Und hier haben wir schon das Tutorial. Flucht klingt lustig. Jetzt ist es soweit. Zeit, diesen Plan auf die Probe zu stellen. Die ganze Vorbereitung und harte Arbeit läuft darauf hinaus, die Flucht anzutreten. Lass uns beginnen. Verwende WASD, um dich zu bewegen. WASD, WASD, ja, ist klar. Geh zu dem Schreibtisch und klicke mit deiner linken Maustaste, um ihn zu öffnen. Nimm alle Gegenstände heraus. Die linke Maustaste. Wir haben eine Socke und einen Schraubenzieher. Wow. Schraubenzieher ist ja schon mal super. Mit Rechtsklick kannst du Objekte hochheben und abstellen. Stell deinen Schreibtisch auf den markierten Bereich. Ja, ich habe das schon mal gespielt, deswegen kenne ich das. Hab da schon mal Probe gespielt, die Tage. Stell dich neben den Schreibtisch und drücke Bewegungstaste in Richtung des Tisches, um hochzuklettern. Jetzt kannst du den Lüftungsschacht sehen. So, da sind wir. Wähle den Schraubenschlüssel in deinem Inventar mit Linksklick aus. Klicke dann auf den Lüftungsschacht über dir, um ihn aufzuschrauben. Sehr schön. Mit Linksklick kletterst du hinein. Einmal drinnen such deinen Weg zu einer nahegelegenen Zelle. Nö. So nicht. Okay, jetzt bin ich wieder im Bett. Okay, das muss ich nochmal üben. Kabelfernsehen, dein Bett. Linksklick, ach so, hier, ist auf den Fall. Jetzt können wir hier einen Weg in eine andere Zelle suchen. Ah, sehr schön. Sehr schön, das blinkende Symbol über Durdens Kopf bedeutet, dass er Gegenstände zu verkaufen hat. Mit Rechtsklick öffnest du sein Profil. Durden. Der hat Seife zu verkaufen. Nehmen wir doch. Eine Socke. Okay, geben können wir nichts. Und Socke können wir nicht geben. Jetzt kannst du eine Waffe herstellen. Öffne das Herstellen-Menü und füge die beiden Elemente hinzu. Okay, jetzt können wir Socke und Seife. Eine volle Socke bauen. Sehr schön. Um eine Waffe zu benutzen, musst du sie erst ausrüsten. Öffne dazu dein Profil und klick auf die Waffe. Ja. So, Socke jetzt Waffe ausgerüstet. Lass sie uns ausprobieren. Drücke Space, um den Kampfmodus an- und auszuschalten. Greif nun die Wache unter dir an.
Autsch, wenn du neben der bewusstlosen Wache stehst, klicke auf den Körper, um ihn zu plündern. Sehr schön, aber. Oh, jetzt ist er nackt. Jetzt können wir eine Polizeiuniform anziehen. Eine Wachenuniform. Sehr schick, geh jetzt nach rechts und dann nach oben an den Wachen vorbei. Dort findest du einen Ausgang. Willkommen, naja. Okay, und jetzt können wir hier hinaus. Dunkel hier, nicht wahr? Und nimm mit Rechtsklick die Schaufel dort und fang an zu buddeln. Ja. Sehr schön. Die robuste Schaufel. Müssen wir halt immer auf den Flecken klicken. Ah ja, okay, draußen sind wir. Sehr schön. Tutorial bestanden. Mal schauen, wie es uns weiterhilft. Oh, ein Genius-Haus. Bonusgefängnisse. London Tower, Paris Central Pan. Center Sweatshop. Duck Tapes, Erfrung, Ever. Escape Team, Alcatraz. Hm, interessant, gibt es ja noch mehr. Mehr, das sind die regulären Gefängnisse, die wir jetzt hier machen. Und dann können wir später mal gucken, ob wir da noch andere Gefängnisse zum Ausbrechen wählen. So, wir starten erstmal in Center Parks. Sehr einfach. So, wählen uns einen Charakter aus. Okay. Und der sieht doch passend aus. Okay. Ich bin Swaggy. Charaktere umbenennen. Ah, jetzt hat es nun unsere 10 Genossen. Okay. Alles klar. Offizier Wolverine. Ja, könnten wir jetzt einzelne Namen ausdenken. Das ist jetzt Modi, der heute nicht da ist. Ja, ist das. Können wir hier. Sehr schön, hier haben wir Modi. Können wir hier noch. So, wer ist mit mir hier noch alles verhaftet? Wer steckt mit mir auch noch drin? Und der steckt mit mir auch noch in der Sache. So, der hat auch mit mir gemeinsame Sachen gemacht. Super cool, Call. Fällt mir noch ein Tja, können wir auch erstmal so lassen. Super Call können wir auch, der bleibt, das ist Super Call. Na hier, das brauchen wir noch einen. Den Enter brauchen wir noch. Dann können wir noch einen. Das ist der Gute, der mir den Channel Banner für YouTube gemacht hat. Auf Serpijotka. Drei Namen hätten wir noch. Dann ist das Mary und müssen wir mal auf Discord gucken, wen haben wir noch so. Ah ja.
So. Und dann würde ich sagen, wen wollte ich jetzt noch mit reinnehmen? Wer kommt irgendwie noch ins Gefängnis? Sekunde. Und dann verhaften wir den Palwander noch. So, sehr gut. Ja, Prof, Serpi, JK, Palwander, Y, Mary, Burns, Mordi und Enter. Sehr gut, die Polizisten haben da halt einfach ihren Namen. So, starten. Sehr schön. Gemeinsam verhaftet. Im Gefängnis hängt alles von Routinen ab. Halte dich an sie und du wirst keine Schwierigkeiten haben. So, zwängig verhaftet mit der Mannschaft. So, zum Morgenappell, Tag 1. Und rein mit Lied. Ist gut jetzt, Jungs. Gleich werden die Zellen folgender Idioten durchsucht. Modi und Mary. Leider mussten wir den Ausflug nächste Woche absagen. Während des Abteils Namen nicht erinnert wird, bist du am Arsch. Ich habe gut Fortschritt gemacht. Mit unseren Plänen in Whirlpool, ihr habt alle Schulterklopf verdient. Aha, Krankenhauspersonal. Ein Offizier. Häftling hat immer recht. Ah, okay. Jetzt geht's zum Frühstück. Frühstück gibt's. So. Holen wir uns was zu essen. Besteck. Oh, Messer und Gabel gibt's und Löffel. Können wir vielleicht mal gebrauchen. Ist das Tablett? Wer ist denn hier, Prof? Dann setz mich neben Prof. Ich setz mich zum Frühstück neben Prof. So. Na, wie geht's, Prof? Ah, oh, er hat Kissen als Waffe. Nichts zu verkaufen. Schade. Das JK gehen neben Serpide, so muss das. Das ist ja klar. Das ist dann wie neben Palwander, Mary neben Burns und Modi neben Enter. Ah, alles klar. Officer World, Officer Wolverine und Officer Rodney. So, sehr schön. Freizeitstag 1. Okay, ich habe Freizeit. Sehr schön, da kann ich mal. Ich mal gucken, was hier die anderen so machen. Die mal Leute vielleicht besuchen in ihren Zellen. Wer bist du? Was Spielentwickler, weißt du? Ah, oh, wusste ich gar nicht. Palwander. Ja, Paddy. Folge ich mal dem Paddy. Was der hier so macht. Hat nichts zu verkaufen. An Tag 1 auch noch schwierig. Hat jemand geschrien? Oha. Seppi berührt sich mit Enter. Oh nein. Ich habe damit nichts zu tun. Hör auf, Enter. Autsch. Sowas auch. Arbeitsvermittler. Ah, hier können wir uns einen Job suchen. Ein arbeitender Häftling ist ein guter Häftling. Stellenangebote. Wäscherei. Ich bin in der Wäscherei. Hausmeister ist Enter. Koch ist Mordi. Briefträger ist Mary. Metallwerkstatt ist Burns. Okay. Die anderen sind arbeitslos. Okay. Ach, hier ist die Wäscherei oder was? Na toll. Guck mal hier in die Zellen rein. Schreibt schon Palwander. Ich guck mal nach, was der da so tun hat. Seifahrer. Sehr schön. Wie konnten wir das machen? Wir konnten jetzt irgendwie Seife mit einem, wenn man eine Socke findet, können wir eine Waffe draus machen. Oh. Klopapier, ich klaue dem Palwander mal sein Klopapier. Ich bin mal so. Ah, JK hat natürlich sein Zettel direkt neben Palwander. Muss so sein. Holz, das ist. Ein Fächer kannst du behalten, was will ich damit? Seppis Schreibtisch. Armbanduhr, ja, was soll ich damit? DVD. Behalt mal dein Zeug. Schreibt doch schon Prof. Irgendjemand eine Socke?
Feuerzeug, das kann ich brauchen. Sorry, Prof, ich klaue dir mal dein Zeug. Ja, ich werde nicht von dir verprügelt hier. Mittagessen, oha, komm zu spät zum Essen. Mach schnell, Zwergi. Oh, Mittagessen vorbei. Oh, schade. Mist. Jetzt habe ich das Essen verpasst. So eine Schande. Also jetzt muss ich in die Wäsche. Muss arbeiten gehen. Hier. Ja. Sehr schön. Stück Kleidung aus dem Wagen von der schmutzigen Wäsche in die Waschmaschine. Okay. Inventar ist voll. Ja gut, das ist jetzt schlecht. Kann ich hier... Kann ich den Löffel vielleicht ausrüsten und das Messer? Sehr gut, dann habe ich jetzt einen Inventarplatz frei. Schmutzige Wäsche. Gut, dass ich in der Wäscherei arbeite. Kann ich hier hoch? Wenn ich die Waschmaschine, wenn ich jetzt irgendwas dann draufstellen hätte. Andererseits kann ich mir auch, wenn es mal Wäsche gibt, die von den Polizisten ist, kann ich die mir mal greifen. Verdammt. Schon wieder verkackt. Nichts mehr tun. Ich muss mal kurz. Ich muss mal gerade Besteck zurückgeben. Ich könnte auch in meinem Gefängnis was, in meiner Zelle was ablegen, aber es ist, wenn es dann morgen eine Durchsuchung gibt, dann bin ich am Arsch. Sie blinkt's. Habe ich drei Slots frei für. Ah, da kommt schon eine Polizeiuniform. Können wir mal gerade mal Wärteruniform behalten. Die tun wir nicht zurück. Aufgang. Okay. Aufgrund deiner Inkompetenz und Unfähigkeit, das Arbeitspensum zu erhalten, müssen wir dich leider feuern. Du kannst noch einmal versuchen, breit härter bis zu arbeiten. Okay. Na toll. Wort gekündigt. Jetzt bin ich arbeitslos oder was? Was? Ich wurde verprügelt. Nein. Der hat mir meine Kleidung abgenommen. Hauptzweig, wohin? Aufgang. Mach schneller Zweige. Ach, ich muss trainieren. Wie machen wir das nochmal? Ah ja, schön. Es wird geduscht. Wenn ich Kriminalisten, der Kriminalisten, weißt du. Hier direkt neben Mordi und Prof duschen, ja, so muss das. Oh, hier ist Mary. Honey, Wodka, Serpi. Na, Prof. Ich dusche hier nur. Abendessen. Das Mittagessen habe ich ja verpasst. So Mist. Oh, da prügelt sich wer. Seppi schon wieder. Wie prügelst du dich denn? Seppi wurde schon wieder verprügelt. So ein Mist. So hier. Nee, Mary. Setz mich mal neben Mary. So hier. Mein Abendessen mit Melzam. Ach, Paddy hat sich mit Seppi geprügelt. Das gibt's ja nicht. Skandalös hier. Es riecht komisch. So, Abendfreizeit. So, meine Freizeit werde ich jetzt mir mal. Ich werde mir mal hier in die Wäscherei gehen.
Dann kann ich da nicht mehr rein, oder was? Mist. Ich wollte meine Polizeiuniform holen. Ich kann mir nur einen Job holen. Fischereistelle. Dein kriminelles Gehabe stinkt genauso wie deine Klamotten. Das Einzige, was ich an euch Gefangener riechen will, ist der frische Duft von Recht und Ordnung. Stecke verschmutzte Kleidung aus dem Wagen für schmutzige Wäsche. Eine Waschmaschine lege sie, sobald es sauber ist, in den Wagen für saubere Wäsche. Okay, ich habe mich mal drauf beworben. Okay. Ich wollte noch in den Zellen gucken, ob ich irgendwo noch einen Sack kriege. Hätte ich schon mal eine Waffe. Schreibtisch von Burns. Erste-Hilfe-Kasten wäre nicht schlecht. Meine ziehen. Dann war da gar nicht drin. Mordys Schreibtisch. Feuerzeugkasten drin. Eine Saugglocke. Und Seife. Enters Schreibtisch. Kinder sind eine Socke hier. Ah, warte, Härte. Metallblech, okay. Was haben wir denn hier drin? Eine Tasse. Ein Kamm. Kommt vielleicht mit einem Kamm? Was machen? Naturschwamm. Dein Schreibtisch, das ist mein Zeug, okay. Können wir gerade mal. Daraus lässt sich nichts machen. Tja, ich trage das Zeug lieber erstmal noch bei mir rum. Marys Schreibtisch. Eine Batterie. Was soll ich denn damit? Vielleicht kann ich den Kamm irgendwie mit einem Messer anschauen. Serpi wird schon wieder verprügelt. Was ist denn das hier? Der lässt sich immer. Lässt sich immer prügeln. Und jetzt ein Messer. Vielleicht kann ich ein Messer mit. Sag nicht. Mit dem Messer können wir doch, da haben wir doch schon eine Waffe. Mal ausrüsten. Können wir es mit einem Polizisten anlegen an Tag 1? Nee, nicht so wirklich. Ah, okay. 22 ist bitte Zeit. Und zwar jetzt gleich. Okay, dann gehe ich schon mal. Hier ist, glaube ich, mein Bett, oder? Dein Schreibtisch ja hier. Abendappell. Okay, ja, müssen wir uns mal hier melden. Wenn ein Übertrag abgehauen ist, gibt's Ärger. Bitte in Reihe aufstellen. Wer kommt denn da noch? Müssen noch Mii und Prof. Pervan und Modi. Dann mussten wir den Ausflug nächste Woche absagen. Ein Ausflug in dem Gefängnis. Gezogen wird bekommen. Einzelhaft. Aufregende Möglichkeiten für euch alle. Ja. Und schlafen gehen. Können wir den Gegenstand wegwerfen? Oh, ich gehe. Schlafen. Okay. Tag 2. So, aufstehen morgens. Wir lassen nichts in unserem. Auch unseren eigenen Dingen haben wir noch gar nicht durchsucht. Morgenappell, Tag 2. Rühren, Leute. Das finde ich ja rührend. Füllende Brunzeln ab. Enter und Mary bekommen die Zellen gefilzt. Okay. Ein Ausbrecher. Warum sollte hier jemand ausbrechen? Jemand hat alle Kekse geputzt.
Ein Whirlpool, aha. Was ist schon ein Steinhammer? Ungezogene Jungs kommen in Einzelhaft. Ein Bedürfnis liegen uns ja im Herzen. Keine Anspielung für die Verurteilten. Den Film. Seppi, jetzt lass dich mal heute mal nicht verprügeln. Das ist doch hier. So, ich setze mich mal wieder in den Prof. Na, was geht? Oh, ein Glassplitter als Waffe. Klauen kann ich dem nicht. Oh nein, oh, Serbi haut sich schon wieder. Mann. Und gibt's noch nie. Mensch. Das gibt's doch nicht. Das ist Serbi, das hier, das ist. Da wird immer geklopft, da wird immer das, da darf ich immer, das ist. Hat sie immer Ärger an der Backe. Mensch, Mensch. Y ist der, der am Boden liegt. Und die am Boden liegt. Wir müssen trainieren gehen. Wie trainiert man eigentlich hier? Verstanden, wie man trainiert. Ich suche was Kissen. Besorgst du mir das? Auszahlung 20. Ja, mal schauen. Wenn ich eins finde. Müssen wir irgendwie einen Weg rausfinden. Schraubenzieher haben wir bei keinem gefunden. Jetzt sollten wir hier im Spind mal was nachgucken. Ich habe nur noch keinen Job. Wir sollten uns vielleicht mal auf die Metallwerkstatt. Das können wir nicht. Oh, ein Wecker. Okay, wir sind immer noch arbeitslos. Besuch haben wir keinen. Ach, der Serbi schon wieder. Mensch, dem ist auch nicht zu helfen. Dem Serbi lässt sich hier immer wieder das. Lässt sich hier dreimal am Tag verprügeln. So, ich setze mich mal neben. Na, kann ich mich hier hinsetzen? Im Islami. Der Panni sitzt dort diesmal. Serbi, lass dich mal nicht so oft verprügeln hier. Zahnbürstenwaffe. Nichts zu verkaufen. Hat vielleicht irgendjemanden. Ohne volle Socke. Niemand was zu verkaufen. Ah, doch hier. Armband und Klebeband, Taschenlampe. Jetka hat eine Taschenuhr zu verkaufen. Eine Taschenlampe zu verkaufen. Ich habe nicht so viel Geld. Ich brauche erstmal Geld. Ja, ich besorge dir ein Kissen. Dann kriege ich Geld für, dann kann ich mir eine Taschenlampe besorgen. Was auch immer mir das bringt. Jackie prügelt sich hier mit Serpi schon wieder. Ach komm, Serpi, Mensch! Immer prügeln, der schon wieder. Münztelefon, ich habe kein Geld. Hat nicht wirklich noch jemand was im Schokolade? Ja, da brüllt sich viel raus. Eine Feile. Okay, mehrere lässt ihre Muskeln spielen. Minzbonbons, gekochtes Essen, ja,
Mutti, was hast du an deinem Schreibtisch? Nägel? Büroklammer, Stück Seife. Ich bräuchte eine Socke. Hat noch jemand an diesem Luftschacht gesägt? Ich habe schon meinen eigenen Schreibtisch geguckt. Ja, nichts Tolles drin. Luxus-Doppelpick kann ich mal drin lagern. Ich könnte mit der Pfeile jetzt mal versuchen. Nein! Nicht, dass wir entdeckt werden. Freizeit, ja. Eigentlich Arbeitszeit jetzt hier, aber ich habe keinen Job. Na, die Pfeile geht doch irgendwann kaputt. Bringt uns nichts, hier die Pfeile zu nutzen, die ist gleich kaputt. Der Luftschacht ist noch nicht. Pfeile zerbricht. Okay, wir brauchen neues Zeug. Wir können mit dem Messer irgendwas machen. Mit Kamm können wir durch nichts machen. Ein Hofgang. Ja, schön. Ich kümmere mal ein bisschen Besteck. Ein paar Messer. Das trainieren wir gar nicht schlecht. Wie trainiert man? Steuerung. Q und E. Ah, okay. Was mache ich jetzt? Ach so, ja. Duschen gehen. Nach dem Trainieren. Kissen soll ich noch besorgen für ihn hier. Beziehungsweise für sie. Hier ist ein alter Rentner. Und ein Prof. Prof prügelt sich wieder mit... Oh nee. Serpi, Mensch, was machen wir mit dir? Serpi, ey. Prof liegt am Boden. Serpi ist immer in Schlägereien. Nee, Serpi liegt wieder am Boden. Mensch, Serpi. Immer in Schlägereien verwickelt hier. Medizin holst zurück. Mache ich. Erstmal Abendessen. Setz mich neben Serpi. Wir biegen dich schon gerade, Serpi. Wir kriegen das, kriegen wir schon wieder hin. So, mir hat Medizin geklaut. Da müssen wir das holen, weil wieder zurück. Bei der nächsten Abendfreizeit jetzt hier. Kriegen dafür ein bisschen Geld. Das schmeckt wie Erde. So. Dann gehen wir mal. Hier, schauen wir mal hier rein. Medizin war das. Nee, die Uhr will ich nicht. Ich will ein Kissen für
YB. Da ist Schreibtisch. Nimmt, glaube ich, dann hier ein Kissen. Bin schon raus. Ja, nein. Ja, schon. Der verfolgt mich. Nein. Jetzt ist irgendwie ein Kissen. Ein Prof drin. Ein Dodo-Donut. Den Sock habe ich immer noch nicht gefunden. Wer selbst jetzt ein Kissen finden? Baseballschläger. Der sich die ganze Zeit mit einkloppt. Okay, du hast kein Kissen, aber du hast eine Pfeile. Das könnten wir uns merken. Jake hat eine Pfeile. Okay, Kissen hat hier keiner. Ja, mit dem Messer kann ich ja auch was durchschneiden. Und hier hat gerade eine Pfeile. Nicht bei den Wachen auffallen. Armdappel. Kann ich bei irgendwie ein Messer in eine Schublade legen? Da kommt durchsucht wird. Zehn Durchsuchung bei folgenden Trotteln. Prof und Mary. Jemand die Toiletten überlaufen lassen. Es gab einige interessante Entwicklungen. Wir stehen durch zu Diensten. Jemand ist in den Schuppen eingebrochen. Aha. Ich versuche mir jetzt durch den Lüftungsschacht raus zu wühlen. Und das Toupet des Direktors geklaut. Nein. Ich werde mal hier noch ein bisschen. Das muss schlafen gehen. Netter Versuch, Zwergi. Meine Jungs haben. Abgenommene Lüftungsschacht gibt wieder entdeckt, was wir zu dir zurückfolgen haben. Als Strafe werden wir dich ein paar Tage einzelhaft stecken. Hoffentlich wird dir das harte Lehrer sein. Na toll. Und alle Items verloren. Na, schöner Mist. Ich komme hier nicht raus. Morgen Appell. Nein, Lüftungsschacht wieder bei 100. Das kriegen wir doch nie. Enter und Modi. Mit denen werden die Zellen durchsucht. Es kann sein, dass heute übrigens das Direktor besucht. Mhm. Und es ist ein Schuppen eingebrochen. Wo ist denn dieser Schuppen? Die Toiletten schon wieder. Bisschen das Gras betreten. Mach ich doch gerne. So, wer fängt heute wieder eine Schlägerei an? Oh, hier sind Messer. Ich nehme mal ein paar. Ich wieder einen Prof. So muss das. Wir müssen den Auge auf Serbi werfen. Ach,
der Serpi schon wieder. Das gibt's doch nicht. Lass mich mal in Ruhe essen. Mein Prof hat er sich gekloppt. Na toll. Unverbesserlich. Der Prof liegt am Boden. Auf dem Klo. Der Gegenstand. Ah, der hat gerade jemanden einen Gegenstand weggeworfen. Hier, jetzt können wir. Ah ja. Bisschen surfen. Hier von ein bisschen Müdigkeit gewinnen. Metallvorrat. Können wir nach einem Job suchen? Ne, wir kriegen ja keinen Job mehr. Sind wir arbeitslos. Folie, Spachtel. Und ganz schön viel Zeug jetzt schon. Jake hat eine Feinde. Oh, er hat eine Socke. Und eine Seife. Brauchst Intellekt, okay. Das können wir doch hier bestimmt hier kriegen. Vier weitere Intellekt. Okay, müssen wir bei der Freizeit mal ein bisschen lernen. Okay, ich will mal hier sitzen. Setz mich mal gegen neben JK. Auf hin. So, da kommt der Serpi wieder. Nicht mit Mary kloppen. Dann gibt es mit mir zu tun. Dann gibt es Probleme. Mit Barry wird es nie geklopft. Ja, Abendfreizeit. Tag 6 schon. Oha. Und jetzt mal endlich. Sehr schön. Kisten müssen wir noch suchen, damit wir noch Geld kriegen. Jetzt haben wir eine Waffe, jetzt können wir uns noch mit Serpi prügeln, falls der sich mit Mary anlegt. Nee, nee, das gibt's nicht. Er hatte eine Feine. Ein Messer hatte. Eine Spachtel. Pfefferminzbonbons habe ich. Okay, von welchen Zellen ist es am besten hier? Okay, da komme ich darüber. Vielleicht besser hier aus so einer Zelle aus JKs Zelle auszubrechen. Wird er dann beschuldigt. Okay, mit der Spachtel können wir nichts machen. Kommt vielleicht durch die Wand durch. Okay.
Und wir haben nicht mehr Messer, da müssen wir Fällen finden, wenn wir noch weiter wollen. Schraubenzieher wäre, glaube ich, besser geeignet als so ein Wolfgang. Ein bisschen trainieren. Aber aufs Laufband. Der Serbi schon wieder, Mensch, wird schon wieder verprügelt. Ey, ist echt nicht wahr. Nicht zu retten. Was kriegst du so? Ach, Paddy. Paddy wieder mit dem Jake hier auf den Hintern geguckt oder was? Essen. Ich habe Pfefferminz dabei. Vielleicht will das wer. Ne, ne, Messer haben sie nicht geholt. Komm zu Mary. Nichts zu verkaufen. Hat er nicht was zu verkaufen? Ey, Seppi! Seppi klappt sich schon wieder. Ein Kissen. Mensch, Serbi. Ich nehme liebst nur Mehl mit. Okay. Feuerzeug könnte vielleicht auch mal was bringen. Bei Jake wollten wir uns durchbuddeln. Ja. Ne, bringt nichts. Wofür ist das Fahrzeug gut? Oha, ich sehe gerade, wir haben hier noch einen. Ne, da kommen wir nicht durch. Am besten Willen nicht. Handcreme, Tasse. Ein Teddybär. Sehr süß. Der Bauch hat einen Teddybär bei sich drin. Und Marys Schreibtisch. Und der prügelt sich mit dem Offizier. Teigpuder. Teigkumpuder. Okay, eine Fernbedienung. Erklärst mal Erste Hilfe. Taschenfimpel Wanderbuch. Ausgezogen. Molly steckt dir bei Wanderskleidung unter. Ein Draht, Zahnseide. Keiner ein Schraubenzieher hier.
Ob hier wäre es mal sinnvoll, irgendwie auszubrechen. Rasierklinge, auch nicht schlecht. Ich habe noch das Luxusklopapier von Pavanda. Okay, mit dem Rasierklinge kann man nichts machen. Abendappell. Können wir jetzt hier als Waffe ausrüsten? Ne, können wir nicht. Wie schade. Das Gewinnspiel heute zählen JK und Serpi. Ein Ausbrecher befindet sich. In den Schuppen, wie kommen wir jetzt zum Schuppen hin? Hat er den Teich gekackt? Och nö. Nachtruhe. Morgenappell. Es ist dann 10 Durchsuchungen bei JK und Enter. Oder vielleicht jetzt mal Rasierklinge bei JK reintun. Hey Serpi, Mensch Serpi! Kriegst dich Ärger mit mir. Oh, eine Kelle. Ein Messer hat er bei sich. Auf den Spitzer. Sah ich das? Nein, ich wurde entdeckt. Robuste Spitzhacke. Okay, wie kann ich die bauen? Holz und Klebeband. Leichte Spitzhacke brauche ich erstmal noch. Leichte Spitzhacke, Holz und Klebeband. Das bringt mir nichts. Ah, Frühstück. Verpasst das Frühstück? Nein. Wichtigste Mahlzeit den ganzen Tag. Oh nö. So, pass auf. Deshalb muss ich mit allen prügeln hier. Es hat ein Ende. Müssen wir uns mal kümmern hier. Kannst du nicht die ganze Klasse terrorisieren? Ah, hier liegt der wieder, der Serp hier. Tintenpostkarte und Mordi. Mordi hat sich geprügelt. Jetzt. Machst du den Knast nicht mehr unsicher? Nein, hat meine Waffe genommen. Ach Mensch. Nirgendwo ein Schraubenzieher, wo wir hier durchkämen.
Schraubenzieher ist leichter als gesagt. Wenn wir jetzt hier durchkommen, dann sind wir dort oben im Lüftungsschacht. Bis nachts darf das nicht passieren. Wie weit ist denn Mittagessen? Ich muss hier. Ich weiß jetzt hier nicht noch eine Mahlzeit. Ach Mensch, Serpi. Dem ist echt nicht mehr zu helfen. In dem Prof. Und der Enter liegt dort im Hof. Ist das denn wahr? Mit allem und jedem. Freizeit bzw. Arbeit. Ich Arbeitsloser. Natürlich. Bin in meinem Zimmer. Versucht jetzt meinen Luftschacht aufzuschneiden. Das ist wahrscheinlich noch ein weiteres Gitter hier, aber komme ich auch nicht weiter. Wenn ich dann bis hierhin gekommen bin, dann komme ich hier schon mal nicht bedeutend weiter. Ich muss aufpassen, dass ich entdeckt werde. Ja, ist auch viel los am Tage. Nein, nein. Nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Verdammt! Wurde erschossen. Es dauert aber, das mit einem Messer durchzuschneiden. Ist doch das Falsche. Und ich meine Pfeile hier vielleicht drin. Nee. Ich hätte gerade seine Pfeile auch abgegeben. Zahnbürste könnte man anspitzen. Ja, Messer. Hier gibt es noch einiges. Ein bisschen trainieren. So, genug Training für heute. Ihr wisst, was muss ich weitermachen oder was? Na gut. Ach Mensch, Seppi schon wieder oder was? Ey. Lass hier. Schlaftablettenglas. Nichts machen. Tag 7 haben wir jetzt hier schon. Zeit vergeht schnell. Zeit vergeht schnell hier drin. Stell mich hier mal zum JK mit dazu. Abendessen.
Hol ich mir noch ein paar Messer. Hier hin. Ich sitze da schon. Ach komm, okay. Das ist wieder mal in die Mary. Das Rezept hätte ich gern, okay. Ach Mensch, der Seppi schon wieder. Das gibt's doch nicht. Hoff und Seppi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Messer müssen noch reichen jetzt erstmal. Müsste doch noch ein bisschen weiterkommen. Abend, Freizeit, okay. Es dauert so lange hier. Mit den Messern komme ich doch nicht weiter. Da die Gitter durchgebohrt habe. Schon wieder Nacht und dann die Nacht werde ich dann entdeckt. Wenn man den Tag arbeitslos ist, dann hat man auch viel zu tun. viel frei. Hier Luftschachtgitter zerstören. Ja, toll. Jetzt haben wir hier oben der Versuchszwerge. Meine Jungs haben abgenommen Luftschachtgitter entdeckt, was wir hier zurückverfolgt haben. In der Strafe werden wir dich Tag ernsthaft stecken. Und alles wieder verloren. Ich glaube, das bringt nichts. Wir müssten irgendwie an den. Irgendwie an Klamotten von dem vom Personal bekommen. Können wir hier vielleicht hier herausspazieren. Inter und Mary, da werden die Zellen wieder durchsucht. An Tag 10. Wir haben aber einige Zeit in Einzelhaft. Kommt es gar nicht so leicht hier. Ach Mensch, Seppi. Die ist auch nicht zu helfen. Bringt zwar nichts. Vielleicht brauche ich die Messer trotzdem irgendwo für. Das Gitter wird jetzt wieder versetzt, verstellt sein. Aber ja, trinke einen Schluck. Jeden Tag Hühnchen hier. Luftschacht 100%, ja toll. Und hätte noch Luftschacht hier bei JK. Ist auch wieder 100%. Irgendwann schraubt's hier. Und in Anleitung, wie ich meinen bastel. Ein Magazin, Batterien. Kammwaffe. Kann vielleicht ein Offizier überfallen mit. Eine Beschrei kommen wir nicht mehr. Ein
Dann werden wir bestimmt sofort erschossen, wenn wir jemanden Offizier überfallen. Verdammt, ich war vor Ort nicht abgenommen. Ich habe noch ein Messer. Ihm seine Kleidung abzunehmen. Sofort platt gemacht. Ich würde ja meinen Polizist von dem anders totgeschlagen. Dann können wir hier mal Mittagessen. Ist wichtig. Das bringt nichts. Bräuchten wir schon heftigere Waffe. Sind aber hart zu besiegen. Alle Jobs sind voll. Müssen wir darauf hoffen, dass jemand anderes Offizier umrennt. Hier ist der Schuppen. Hier kommen wir nicht lang. Gute Stelle zum Buddeln. Wir haben keine Schaufel. War klar, dass das nicht klappt. Nachts den Zaun durchschneiden. Wie kommen wir sonst hier raus? Meine Schaufel. Büroklammer. Schreibt er schon Serpies? Okay. Tinte. Ich kann das Spiel offensichtlich nicht, sonst wäre ich schon längst draußen. Kammwaffe. Können wir gebrauchen. Das schaffe ich nie, jemanden zu besiegen. Waffe weg. Wie ist der Offizier? Vielleicht müssen wir den mal invisieren. Mit allen anderen Wachen hier drin. Das ist mir nicht so gut. Kein
einen entkommen. Es wird nichts. Steiggeschwindigkeit, Intelligenz. Möchte nichts mehr essen. Intaten von der Socke. Kann jemand den Waffen, die Wachen K.O. schlagen? Besen, Naturschwamm. Nur hier irgendwie hochkämen. Kannst mit einem Schlag ausnocken. Das bringt echt nichts. Wir sind echt zu schwach. Müssen wir vielleicht ein bisschen trainieren. Um dann besser kämpfen zu können. Abend, Freizeittag zählen. Hier nur. Kurz duschen. Oha, muss aber lange trainieren. Also kein Entkommen hier. Wir können uns auf dem Hof noch rumbuddeln, aber. Und das bringt ja auch nichts. Spachtel. Moment, der Spachtel, was spachteln? Wann ist durch Spachteln? Irgendwie nicht. Ja, ey. Spachtel haben wir auch nicht mehr. Bin so schlecht. Verzweiflungstat. Wirklich schlecht in dem Spiel. Jetzt haben wir nichts mehr. Einzige Taktik, die wäre jetzt neu anfangen und dann. Ja, dann könnte man nochmal die Möglichkeit haben, eine Uniform zu bekommen und dann mal rauszuspazieren. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber ansonsten. Nachtruhe. Tag 11. Okay, können wir einen neuen Tag anfangen? Können wir hier mal.
Spielstand löschen. Natürlich ganz andere Leute jetzt hier, die Namen sind natürlich jetzt. Vielleicht prügelt sich dieser Sepp immer nicht mit jedem. Wen hat man da noch? Das sind noch viele. Wen haben wir da noch? Fangen wir noch bei Tag 1 an. Können wir noch mal in die Wäsche gehen und noch mal versuchen, eine Uniform zu klauen. Ja, sehr schön. Serpio und Enter, die eine Zelle durchsucht. Teffling hat immer recht. Ja, als ob. Und ist den Schuppen eingebrochen. Jetzt wissen wir auch, wo er ist. Frühstück. Schön erstmal brav zum Frühstück gehen. Und nachher in die Wäscherei. Wenn wir versuchen, als Uniformierter herauszukommen. Okay, nehmen wir uns. Genauso viele. So. Beeifrig mal in die Wäsche gehen. Die sehen aus wie eine richtige Wäsche. Wache. Jetzt können wir hier die saubere Wäsche reintun. Offizier Zwerge. Wer ist denn dein Witz? Ey. Lassen wir jetzt hier einfach rausspazieren.
Könnte wahrscheinlich nicht klappen. Hier sowieso nicht. Jetzt können wir bestimmt. Durch Türen, die verschlossen waren vorher. Okay, hier können wir nicht hin. Können wir nicht raus. Es wird gleich entdeckt, dass ich fehle. Verdammt! Das war wohl nix. Noch bin ich in der Wäscherei. So fleißig schwänze hier das Mittagessen für die. Das behalte ich. Ich erfülle schon ein Tagespensum, damit ich ja nicht gefeuert werde. So, nur. Bringt mir das jetzt was? Nix. Bin noch in der Wäscherei. Irgendwie Stellen, wo ich jetzt hin kann. Mit Uniform. Wo es mir was weiterhelfen könnte. Da kann ich dann jetzt durch die Lüftungsschächte durch. Wenn mich keiner jetzt. Ich glaube nicht. Hier könnte ich mich auf die Metallwerkstatt bewerben. Vielleicht komme ich dann morgen in die Metallwerkstatt und kann da vielleicht eine Pfeile klauen. Oder so. Marie schlägt sie mit Y an mir. Okay.
Na, Gepflegeset. Abendessen. Neben Enter sitzt jetzt. Bisher nicht sehr erfolgreich. Entkommen sind wir nicht. Vielleicht kriegen wir aber bald einen neuen Job hier. Und da können wir dreifach bewerben. Muffin von Burns. Dann gehen wir mal klauen. Führen wir mal ein paar Aufträge. Und auch mal, ob wir hier vielleicht einen Schraubenzieher irgendwo finden. Vielleicht läuft es ja bei diesem Mann besser. Zahnseide, Medizin. Du hast einen Job. Professor William hat unsere kleine Vereinbarung, dass er gewisse Dinge übersehen. Das soll nicht eingehalten. Musste ihm einen Tracht Prügel zu verpassen? Ach, warum nicht? Hab viel trainiert, ich nicht. Na dann. Nun geht's dank. Ne, die behalte ich mal lieber noch. Die Sache steigt, wenn wir wieder Abendessen. Wenn du die Wächter ablenken könntest, würde ich dich dafür belohnen. Ja, nicht so. Wenn ich mal noch mit jemandem kloppen hier. Mit Ratte anlegen. Ich habe kaum trainiert. Gleich im Arsch. Vielleicht habe ich ja mal den Job. Okay, Zwerge und Modi. Okay, ja, ich muss da nichts, ich dürfte nichts drin haben. Das Hut des Direktors geklaut. Du Herr. Nachts durchspielen. Schreibtisch ist nichts Wertvolles dran. Nichts Bedeutendes. Och nö, ich bin noch in der Wäscherei. Das ist ein Mist.
werde jetzt den Dienst in der Metallschmiede gekriegt. Das in der Metallwerkstatt. Frühstück. Vielleicht können wir uns eine Polizeiuniform holen und dann als Polizist dort oben an den Gittern sägen. Ach nö. Nein. Ich nehme mein Essen mit. Nö. Intellekt. Das ist grün, aber da können wir nicht lang. Interesse in der Metallwerkstatt. Dass jemand ins Internet gehen. Sehr schön. Können wir es nochmal mit jemandem anlegen? Und die Polizisten anlegen ist offensichtlich keine so gute Idee. Braucht mit der Ratte anlegen. Okay, Holz haben wir hier. Okay. Jetzt können wir essen. Er liegt bewusstlos auf dem Boden rum. Nachmittagessen ist wieder Wäschedienst. Versuch's vielleicht mal. In Verkleidung dort die Sache aufzumachen. Wird wahrscheinlich trotzdem nicht viel bringen. Wäscheservice Tab 2. Aber jetzt bin ich so voll. Ja, ja. Hey. Schafft mein Arbeitspensum schon wieder nicht. Kann ich mich verstecken? Ja, sehr schön. Ich muss mal was im Klo runterspülen. Thank you.
Verdammt. Leg mal hier ein bisschen was bei ihm ab. Bei ihr. Er hat Sachen geklaut. Schafft das Pensum nicht. Das ist schlecht. Dann wenigstens noch ein Uniform mitnehmen. Auf deiner Grund deiner Inkompetenzunfähigkeit oder Ding. Da stehen Zwecke. Was? Ist fertig. Wurde gefunden. Nein. Verdammt! Ja gut, ich glaube, das wird nichts. Mit den Uniformen und so. Schaffen wir nicht. Jetzt habe ich wieder. Jetzt komme ich hier wieder nicht mit rein. Ja, ich würde sagen, kann man hier noch ein bisschen trainieren. Und duschen. Machen wir noch den Tag 2 zu Ende. Dann würde ich das an der Stelle durch beenden. Ich kann das Spiel nicht. Ich kann das Spiel nicht. Ich werde hier meine Haft absitzen. Ja, irgendwie, wenn man dort, wir haben es dort gesehen, wir können dort, wenn wir in den Lüftungsschacht gekommen wären und zwei Gitter durchgesägt hätten, etwa theoretisch kann man es dann schaffen, in die durch so ein Gitter kommen wir dann, durch so eine Leiter kommen wir dann hier rein und dann kommen wir hier dann zum Beispiel hier irgendwie durch. Abend ist Tag 2. Schau hier nochmal. Da werden wir ja dann hier. Guck mal, nicht in den Zwischenraum, was uns gar nichts bringen würde. Und dann werden wir hier. Ja, weiß ich auch nicht. Metallwerkstatt, da kommt man dann rein. Abend, Freizeit. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie zu was anderem kommen. Zum Metallwerkstatt oder so. Wenn wir in die Metallwerkstatt reinkommen würden, dann gäbe es vielleicht eine Hoffnung, dass wir da irgendwas, so einen Schraubenzieher klauen können. Das wäre ein Weg, aber. Habe ich auch gerade keinen Plan für. Nur eine kleine Schlägerei, die wir verlieren. Hier gibt es Messer. Wird nicht klappen. Dann müssen wir noch mal durch ein zweites durch. Das sind ja die besonders gesicherten. Das bringt ja dann gar nichts oder irgendwie noch. Und so viel Messer können wir gar nicht kriegen. Ich säge hier meine Freizeit an den Gittern. Da
Da reichen ja nicht mal. Nicht mehr die Messer reichen aus. 20%. Irgendwer hat Pfeilen dann bei sich drin, aber. Zertig ist ein Wirt mit Kaviar. Ja, natürlich. Bei Berato. Und versucht zu fliehen. Das bin ich, oder? Wird ja gleich zu Tode geprügelt. Da komme ich jetzt nicht mehr durch. Nicht mit drei Messern. Ich versuch's natürlich jetzt nochmal, aber ich bin zu müde. Komm ins Bett. Im Oberzweige. Nein. Bin hier drin. Meine Jungs haben abgenommen, Luftdachgedeck zurückzuführen. Ja, auf dir, zu dir zurückzuverfolgen. Strafe ein paar Tage in Eishaft. Hier kommen wir dann gar nicht mehr durch. Tag 6. Ja gut. Hier kommen wir dann auch nicht mehr weiter. Bringt uns dann auch nichts mehr. Ja, ich würde sagen, du mich nach oben sollte sich irgendwie gefallen haben. Lass ein Abo da, wenn ihr seid. Ich verstecke mich im Schrank. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Stream, beim nächsten Projekt wieder. Ja. Haut rein. Bis dann und ciao. Ja, war mal ein tolles Let's Test für heute. Fast 2 Stunden haben wir es gespielt. Na dann. Ich würde sagen, verabschiede ich mich jetzt hier auch vom Stream. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu In Juggler's Tale wieder. Da spiele ich nochmal einen zweiten Run von In Juggler's Tale. Werde nochmal Achievements jagen. Ja, bis dahin.